Es gibt viele Geschichten über Katzen. Viele davon stammen von Leuten, die gar keine haben, und manche Dinge sind einfach nur dumme Lügen. Drei davon sehen wir uns jetzt an. Erstens, deine Katze liebt dich nicht. Das wird häufig im Kontext und im Vergleich mit einem Hund gesagt. Um es auf den Punkt zu bringen, das ist vollkommener Unsinn. Katzen drücken ihre Zuneigung nur anders aus und brauchen mehr eigenen Freiraum, warum sie sich häufiger zurückziehen. Während Hunde ihre Liebe mit wildem Geschlabber und Schwanzwedeln kundtun, machen Katzen das Ganze etwas zurückhaltender. Sie ziehen es vor, ihre Liebe zu zeigen, indem sie ihren Kopf gegen ihren stoßen, sich an ihren Beinen reiben und nachts auf ihrem Kissen oder sogar auf ihnen schlafen. Aber auch das hängt vom Charakter der Katze ab. Manche genießen schlichtweg ihre Zeit alleine mindestens genauso wie die Zeit mit ihnen und brauchen mehr Raum zum Zurückziehen. Das bedeutet aber keinesfalls, dass sie sie nicht lieben. Zweitens, Katzen sind nicht loyal. Im Spaß sagen ja auch wir Katzenbesitzer häufig, dass unsere Katze in uns keinen Freund, sondern nur einen Bediensteten hat. Aber wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzt, dann wird schnell klar, wie sehr eine Katze trauert, wenn ihr Besitzer nicht mehr da ist oder vielleicht sogar stirbt. Häufig fallen Katzen dann in ein tiefes Loch und sind sogar depressiv. Nicht selten endet das in einer vollständigen Verweigerung der Nahrungsaufnahme, was dann sogar gefährlich werden kann. Drittens, nur Hunde sind gut mit Babys. Einige Hunde gehen großartig mit Babys und Kleinkindern um. Es ist aber ein Vorurteil, dass das nur bei Hunden der Fall sein kann. Die Wahrheit ist, dass es ebenso viele Hunde gibt, die man nicht guten Gewissens mit einem Kind oder Baby allein lassen kann, wie es Katzen gibt, die unglaublich viel Liebe und Zuneigung gegenüber Kindern und Babys zeigen. Es gibt zahlreiche Videos, in denen man sogar sieht, wie Kleinkinder sich auf Katzen legen, ihnen auf den Kopf drücken, am Schwanz ziehen und in sonstige Formen deren Geduld strapazieren. Die Katze weiß aber häufig sehr genau um die Intention des Kindes und kann das dann häufig sehr gut einschätzen. Unbeaufsichtigt sollte man natürlich ein Baby trotzdem nicht mit seinem Haustier lassen, egal ob nun Hund oder Katze. Ich hoffe, wir konnten mit diesem Video ein paar Lügen zurück ins Land der Fabeln verweisen. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal.